So viel helfen, wie es nur geht. Reihenfolge der Fraktionssprecher beendet Herr Ewald Stadler. Herr Präsident, meine lieben Kolleginnen und Kollegen, die syrische Tragödie ist auch das Ergebnis einer falschen Syrienpolitik der Europäischen Union, zu der übrigens auch dieses Parlament beigetragen hat. Wir haben uns zu früh auf die Seite des sogenannten syrischen Widerstandes gestellt und damit in Wahrheit terroristische Netzwerke unterstützt. Und diese terroristischen Netzwerke, die auch der Herr Kommissar angesprochen hat, sind mitverantwortlich für Hunderttausende Flüchtlinge, insbesondere der christlichen Minderheiten, die in Syrien leben oder gelebt haben. Wir haben selber in Österreich bereits syrische Flüchtlinge aufgenommen. Und wenn man sich deren Berichte über die Gräueltaten dieser terroristischen Söldner, die zum Teil von arabischen Ländern finanziert werden, insbesondere Katar und Saudi-Arabien, wenn man diese Gräuelberichte hört, dann weiß man, dass eben nicht nur das Regime einiges zu verantworten hat, sondern dass auch diese Netzwerke, die vom Westen zu früh unterstützt wurden, mitverantwortlich sind. Und daher muss auch die reiche arabische Welt, insbesondere Katar und Saudi-Arabien, mit dem höchsten Pro-Kopf-Einkommen der Welt mit in die Finanzierung der Flüchtlingstragödie, der Bewältigung der Flüchtlingstragödie einbezogen werden. Sie sind für ihre Söldner, die sie dorthin geschickt haben, verantwortlich, dass es so weit gekommen ist. Sie finanzieren Waffenlieferungen an diese terroristischen Netzwerke. Sie finanzieren Söldner aus Afghanistan und Pakistan. Sie sind daher mit in die Finanzierung der Tragödie, der Bewältigung der Tragödie einzubeziehen. Das fehlt in dieser Resolution, das bedauere ich sehr. Danke vielmals. Es hat nun der Herr Kommissar gebeten, auf einige Fragen direkt einzugehen. Herr Vizepräsident Barnier, bitte. Herr Präsident, ich bedanke mich dafür, dass ich die Gelegenheit erhalte, kurz zu reagieren jetzt in der Debatte und ein paar Fragen.